Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir haben heute Morgen ein Thema vor uns, das uns alle sehr direkt betrifft. Es geht um eine der größten Fragen, die wir Menschen haben. Die Frage nach dem Leiden. Warum leiden? Leiden wozu? Und das in einer Welt, in einem Universum, das, wenn man es einfach so betrachtet, durch Schönheit, Harmonie und Zeichen der Planung bis ins letzte Detail geprägt ist. Warum gibt es das Leid, das Böse in einer so wunderbaren Schöpfung? Das ist eine Frage, die uns sehr bewegt. Und die Bibel, die sich uns vorstellt als Gottes Wort, also das Wort des Schöpfers des Universums an uns, geht auf diese Frage des Leidens sehr einführlich und detailliert ein. Also der Schöpfer selber gibt uns Antwort, warum in einem so ausgesprochen perfekten Universum das Böse und das Leiden da ist. Und die Bibel ist ja eine ganze Bibliothek, Altes und Neues Testament, aber das Alte schon eine Bibliothek, das Neue eine Bibliothek von verschiedenen Büchern. Und innerhalb dieser Bibliothek der Bibel beschäftigt sich ein Buch ganz ausgesprochen mit dem Leiden, das ist das Buch Hiob. Darum heißt der Titel heute: Warum müssen Gerechte leiden? Lektionen aus dem Buch Hiob. Und bevor ich Ihnen zuerst ganz kurz erkläre, woher das Buch Hiob kommt, was es uns berichtet, ich gehe nicht davon aus, dass alle, die hier sind, das Buch Hiob schon gelesen haben. Also sollte man doch wissen, was da drin steht in der Übersicht, damit man dann auch die Antworten aus diesem Buch besser verstehen kann. Und ich sage es Ihnen schon im Voraus, das Buch Hiob ist eines der ältesten Bücher der Bibel. Und es ist so, dass das Thema des Leidens aber durch die ganze Bibel bis zum letzten Buch behandelt wird. Und wenn Sie die ganze Bibel studieren, dann kommen Sie zu folgender Erkenntnis: Es gibt ganz verschiedene Typen von Leiden. Also es gibt nicht nur einfach Leid in dieser Welt, sondern es gibt ganz verschiedene Gründe, Ursachen und Bedeutungen des Leidens. Wir können das so in der Übersicht zusammenfassen in 6 Punkten. Es gibt Leiden zur Ehre Gottes. Leid, das dazu dient, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Wie? Das werde ich Ihnen dann noch weiter anhand des Buches Hiob erläutern. Denn gerade in Hiob 1 geht es darum, Hiob leidet zur Ehre Gottes. Aber auch im Neuen Testament finden wir diese Geschichte in Johannes 9, wo Jesus Christus mit seinen Jüngern aus dem Tempel in Jerusalem herauskam. Das war also da bei der schönen Pforte, die man ja archäologisch wunderbar heute präsentieren kann, zeigen kann, mit den originalen Treppen davor. Dort traf Jesus Christus zusammen mit den Jüngern einen Blindgeborenen an. Und die Jünger haben die Frage: Wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren ist? Und Jesus Christus antwortet: Dieses Leiden ist zur Ehre Gottes. Und wirklich, wenn Sie weiterlesen in Johannes 9, geht es darum, dass durch dieses Leiden schlussendlich Gottes Name geehrt wurde. Es gibt aber auch Leiden zur Erziehung. Gerade im Neuen Testament in Hebräer 12, Versen 4 bis 11, wird gesagt, dass Gott die auf seiner Seite stehen,
Also es geht ja um das Thema Leiden der Gläubigen, insbesondere heute. Dass Leiden eben vergleichbar sind mit Kindererziehung. Dass Gott eben die, die ihr Vertrauen auf ihn und sein Wort gesetzt haben, dass er sie erzieht und durch Leiden weiterbringt. Aber drittens können wir auch erkennen in der Bibel, es gibt Leiden zur Vorbeugung, Prävention. Und zwar in 2. Korinther 12 berichtet der Apostel Paulus darüber, dass er in einer ganz außerordentlichen Weise göttliche Offenbarungen empfangen hatte. Und dass er Dinge erfahren hat, die eben ganz außergewöhnlich waren. Und das hätte ihn zu Stolz, Hochmut verleiten können. Und da sagt der Apostel Paulus, dass er deswegen ein Leiden bekommen hat von Seiten Gottes. Er hat dreimal gebetet, dass dieses Leiden doch beendet werden möchte. Und er hat die göttliche Antwort bekommen: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und er sagt, dass er dieses Leiden bekommen hat, der Apostel Paulus, dass er dieses Leiden bekommen hat, um eben gerade nicht hochmütig zu werden. Das war also nicht, weil er sich etwas zu Schulden hat zu Schulden kommen lassen, dass er litt, sondern damit er eben gerade nicht schuldig wird durch Hochmut und Stolz. Aber dann können wir weiter auch unterscheiden. Es gibt Leiden als Warnung. Gerade im Buch Hiob, in Kapitel 33, da spricht Elihu darüber, dass Gott Menschen leiden lässt, um sie auf das Wichtigste aufmerksam zu machen. Weil sonst der Lärm des Lebens sie dazu verleiten würde, einfach weiterzugehen, aber in die falsche Richtung. Und Gott stoppt durch Leiden und warnt, um den Menschen dazu zu bringen, dass er von seinem bisherigen Weg umkehrt und sein Leben mit Gott ordnet. Also Leiden als Warnung. Aber es ist so, dass die Bibel auch spricht über Leiden als Strafe. Gerade das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, spricht über eine kommende Katastrophe über unseren Planeten. Dieses Buch spricht über den letzten Weltkrieg. Und es wird wirklich furchtbar sein, eben apokalyptisch. Das Buch Offenbarung heißt ja auf Griechisch Apokalypse. Ja? Also, dort werden Leiden als Strafe für das Unrecht in dieser Welt beschrieben. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er das Böse zu? Und die Offenbarung sagt, das ist nur eine Frage der Zeit. Das kommt schon. Aber Gott gibt noch die Gelegenheit, umzukehren, und darum greift er noch nicht ein. Sonst würde es ja im Prinzip jeden treffen, der sein Leben mit Gott nicht geordnet hat. Aber Gott wartet noch, aber das Gericht kommt und das wird dann eine Strafe sein für diese Welt. Und dann spricht die Bibel aber auch über Leiden zur Erlösung. Und da geht es in 1. Petrus 2, Vers 24 um die Leiden von Christus. Jesus Christus hat am Kreuz unsäglich gelitten. Er hat von Seiten der Menschen gelitten. Das hat die Bosheit des Menschen nochmals so richtig deutlich gezeigt. Aber dann am Kreuz wurde er mit fremder Schuld beladen und von Gott gestraft, gerichtet. Und dieses Leiden war zur Erlösung.
Jeder, der seine persönliche Schuld Gott bekennt und bereut und dankt, dass Jesus Christus stellvertretend für seine Schuld gestorben ist am Kreuz, dem rechnet Gott dieses Erlösungswerk zu, dieses Leiden am Kreuz und schenkt Vergebung, Befreiung, eben Erlösung. Und so gibt es also ganz verschiedene Arten von Leiden. Und in der Praxis ist es dann noch so, dass man diese verschiedenen Leiden auch kombiniert findet. Nicht nur der Typ, sondern auch noch in Kombination. Ja, das Leben ist nicht einfach, ist ziemlich kompliziert, komplex. Aber die Bibel hilft uns, diese Dinge, die uns so nahe gehen, besser zu verstehen. Und nun möchte ich etwas sagen über das Buch Hiob. Wer hat das Buch Hiob geschrieben? Wann ist es entstanden? Nun, im Buch Hiob selber wird es nicht gesagt, wer es geschrieben hat. Aber es hat einen ganz besonderen Grund, warum das Volk Israel dieses Buch in der hebräischen Bibel drin hat. Denn das kann nur sein, wenn ein Buch nachweislich von Mose geschrieben war, der von Gott auserwählt wurde, um große Zeichen und Wunder in Ägypten im Zusammenhang mit dem Auszug Israels aus Ägypten zu vollbringen. Oder von einem Propheten, der in Übereinstimmung war mit Mose und sich als echter Prophet erwiesen hat, bei dem jede Prophezeiung über Nahereignisse perfekt in Erfüllung ging. Eine falsche Prophetie und jemand war als falscher Prophet entlarvt. Ja, also nur solche Bücher konnten erkannt werden. Und es ist so, dass in der jüdischen, rabbinischen Tradition, im babylonischen Talmud, im Traktat Baba Batra 15a, erklärt wird, dass Mose das Buch Hiob geschrieben hat und es Israel übergeben hat. Also ganz am Anfang der Geschichte Israels, nach der strengen Chronologie, war das um 1606 vor Christus. Der letzte Prophet des Alten Testaments war Malachi, der wirkte um ca. 400 vor Christus. Nun, Hiob drückt in diesem Buch den Wunsch aus, dass seine Geschichte doch aufgeschrieben werden sollte. In Hiob 19. Und aus all den Details, den reichen Details in diesem Buch, können wir auch erkennen, dass Hiob selber in den Jahrhunderten nach der Sintflut lebte. Nicht wahr? Die Bibel beschreibt die 10 Generationen nach Noah von Sem bis Abraham in 1. Mose 11. Die Sintflut nach strenger biblischer Chronologie ist zu datieren auf 2343 vor Christus. Und Abraham, die 10. Generation nach Sem, dem Sohn Noahs, fällt auf 2111 vor Christus. Und wir können aus internen Gründen Hiob datieren auf die Zeit gerade vor Abraham. Also eine Geschichte aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Beeindruckend. Ich meine, Europa spricht von diesem Zusammenhang in der säkularen Geschichte von Jungsteinzeit. Da gibt es keine Dokumente. Wir kennen keine konkreten Personen. Aber im Nahen Osten war das anders. Da konnte man viel früher schreiben. Und da wurde das Buch Hiob eben aufgeschrieben. Nun, etwas zum Aufbau des Buches, das hilft uns, die Botschaft dann besser zu verstehen. Das Buch besteht aus 6 Teilen. Das ist nicht auf Anhieb ersichtlich. Da müssen wir wirklich das Buch studieren, lesen. Und es lohnt sich, wieder zu lesen, nochmals zu lesen, nochmals zu lesen. Und dann wird man mit der Struktur des Buches richtig vertraut. Und dann wird sogar klar, es gibt eine Spiegelstruktur. Es gibt einen Teil A, Kapitel 1 und 2, vom Wohlstand ins Unglück. Da wird beschrieben, Hiob war ein ganz gesegneter Mann und überaus reich
und einflussreich, hochgeachtet in der Gesellschaft damals. Wie gesagt, im 3. Jahrtausend vor Christus. Und in diesen Kapiteln wird gezeigt, wie Hiob aus diesem Wohlstand, in dem er lebte, in schreckliches Unglück fiel. Darum habe ich das überschrieben mit vom Wohlstand ins Unglück. Und das führt schließlich Hiob dazu, dass er ganz verzweifelt in Kapitel 3, das ist der zweite Teil, sich wünscht, er wäre doch nie geboren worden. Sich wünscht, es hätte ihn doch nie gegeben. Und was er da ausdrückt, ist eigentlich, dann war seine Existenz oder sein Kommen in die Existenz irgendwie ein Fehler. Ein Fehler in der Schöpfung. Das ist ganz schrecklich, wenn ein Mensch an diesen Punkt kommt. Aber das ist immer wieder erlebbar, dass jemand sich sagt, hätte es mich doch nie gegeben. Das ist möglich. Und darum ist das in der Bibel aufgeschrieben. Damit wir sehen, Gott versteht einen Menschen, wenn er sogar an diesen Punkt kommt. Und nun wird weiter gezeigt, drei gute Freunde kamen zu Hiob auf Besuch, als sie hörten von diesem schrecklichen Unglück, das über ihn gekommen ist. Und diese Freunde kommen, um ihn zu trösten. Die sitzen einfach mal hin. 7 Tage. Sitzen die am Boden und sagen nichts. Einfach um zu zeigen, Hiob, wir leiden mit dir. Und es ist interessant, der Ausdruck für Beileid bezeugen, was ihre Absicht ist, heißt im Hebräischen Nud, Lanud. Und das bedeutet eigentlich den Kopf schütteln. Sie kamen, um Hiob zu sagen, wir verstehen das auch nicht. Und nur das kann schon helfen, wenn man Freunde hat, die sagen, wir verstehen auch nicht, warum du so leidest. Sie müssen gar nicht eine Erklärung bringen können. Sie müssen gar nicht viel sagen, einfach da sein und sagen, wir verstehen es auch nicht. Aber es ist so, die hatten offensichtlich noch Zeit. Also das war nicht ganz so hektisch im 3. Jahrtausend vor Christus wie im 21. Jahrhundert nach Christus. Und zwar einfach auf Besuch kommen von weit her und dann 7 Tage da sitzen und mal nichts sagen. Unglaublich, nicht wahr? Für uns unvorstellbar. Übrigens, aus dieser Geschichte hat man die Tradition der Shiva abgeleitet im Judentum. Es ist so, wenn in einer Familie, in einer jüdischen Familie ein Todesfall eintritt, dann ist es so, dass man 7 Tage zu Hause sitzt. Möglichst am Boden oder auf einem niedrigen Stuhl, nicht auf normalen Stühlen. Um normalen Sofa, sondern etwas tiefer. Und dann empfängt man die Freunde, die Bekannten, die Verwandten und die kommen, um zu trösten. Also während 7 Tage. Das hat man abgeleitet aus dem Buch Hiob. Shiva heißt 7. Ja, und dann merkt aber Hiob, dass diese Freunde in ihren Gedanken eine Änderung erleben. Nämlich, die überlegen sich, Hiob muss wahrscheinlich, nein, nicht nur wahrscheinlich, ganz bestimmt, schwer gesündigt haben. Aber wir haben ja nichts davon gemerkt. Ja, das war ein perfekter Schauspieler, ein Heuchler, der uns hintergangen hat. Die haben das zwar in diesen 7 Tagen nicht gesagt, aber wissen Sie, man muss ja nicht immer alles sagen, um etwas zu merken. Hiob hat das gemerkt und darum hat er dann eben schließlich in Kapitel 3 seine Existenz so verwünscht. Und dann geht's aber los.
Das ist der dritte Teil. In den Kapiteln 4 bis 31 finden Sie die Diskussion der drei Freunde mit Hiob. Und jeder erklärt Hiob, du bist ein Heuchler und du hast dich schwer verschuldet und darum musst du so schlimm leiden. Es ist ganz logisch, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und du musst Böses gesät haben und darum erntest du jetzt dieses Leiden. Sie sehen, sie haben nichts verstanden von diesen verschiedenen Typen. Leiden zur Ehre Gottes, Leiden zur Erziehung, Leiden als Prävention und so weiter. Nein, für sie war klar, Leiden ist Strafe. Und das ist sehr schrecklich. Wenn man schon leidet und dann kommen Freunde und die unterstellen einen Dinge, die man gar nicht getan hat. Und das ist etwas vom Schwierigsten. Wir werden sehen, das ist die siebte Prüfung, die siebte Leidensprüfung, die siebte und letzte Leidensprüfung von Hiob. Und die hat er nicht bestanden. Denn in diesen Diskussionen beginnt er sich zu wehren. Aktio gleich Reaktio ist ein Gesetz in der Physik von Newton formuliert. Und ganz vereinfacht gesagt, wenn Sie mit einer Faust in die Wand schlagen, dann kommt die gleiche Kraft an Sie zurück von der Wand. Ein kleiner Unterschied, es gibt dann noch Deformationsenergie in Form von Wärme. Also es wird ein bisschen wärmer, wenn Sie mit der Faust in die Wand schlagen. Und Deformation nicht nur an der Wand, sondern besonders an Ihrer Faust. Ja, aber im Prinzip ist es eben die gleiche Kraft, die zurückkommt, die reingeht. Und so ist es auch, wenn Freunde eben jemanden angreifen und an die Wand drücken, dann kommt das zurück wie das Echo aus dem Wald. Und Hiob versteigt sich und beschuldigt schließlich, dass Gott falsch gehandelt hat gegen ihn. Es gibt drei Diskussionsrunden, Kapitel 4 bis 14. Zuerst spricht der Älteste, Eliphas, Hiob antwortet. Dann Bildad, Hiob antwortet, Zophar und dann Hiob antwortet. Dann kommt eine zweite Serie, Kapitel 15 bis 21. Eliphas, der Älteste, spricht, Hiob antwortet ihm. Bildad, der Zweitälteste, Hiob antwortet, Zophar, der Dritte, also der Jüngste dieser alten Männer, spricht, Hiob antwortet. Und dann kommt eine dritte Runde, 22 bis 31. Eliphas spricht, Hiob antwortet. Bildad spricht, Hiob antwortet. Er hat das letzte Wort. Und Zophar spricht schon gar nicht mehr. Er kommt zur Überzeugung, mit diesem Mann kann man nicht diskutieren. Er hat immer Recht. Also, hören wir doch auf zu diskutieren. Und dann realisiert man, wenn man weiterliest, das ist Teil 4, dass da in der Zwischenzeit ein vierter Freund herbeigekommen war. Und er hat sich einfach hingesetzt und zugehört. Das war der Jüngste von allen. Und er hat sich gesagt, die Alten sollen sprechen. Er hat sich zurückgehalten. Nicht so wichtig genommen, wie manche jungen Leute, die sich sehr, sehr wichtig nehmen. Nicht alle, aber es gibt solche, wirklich. Ich habe das erlebt. Und er hat einfach zugehört. Und als die aufgehört hatten zu reden, begann er zu sprechen. Und sein Diskussionsbeitrag ist grandios. Und zwar, er versteht das Problem. Und er erklärt, Gott erzieht Gläubige. Und dazu benutzt er auch Leiden, um sie weiterzubringen. Also er rechtfertigt Hiob und sieht, was der Grund ist. Nicht Strafe, es ist Erziehung. Und so wunderbar, was der Mann sagt. Und übrigens, immer wieder sagt er, ein kleiner Tipp, wenn Sie dann das Buch selber lesen. Und übrigens, auf meinem Livestream auf YouTube, Roger Libby Live, da habe ich eine Serie mit Dutzenden von Folgen über das ganze Buch Hiob. Wirklich jedes Kapitel, Abschnitt für Abschnitt im Detail, wenn Sie das dann noch genauer studieren möchten, wäre das eine Möglichkeit. Ja, aber jetzt einfach eine Übersicht
Und ganz speziell das Thema, warum müssen Gerechte leiden, in einem Morgen erklärt anhand der Bibel. Was auffällt, Elihu spricht Hiob immer wieder mit dem Eigennamen an. Hiob. Sie sagen sich, ist ja nichts Besonderes. Doch, es ist etwas Besonderes. Achten Sie beim Lesen der Kapitel 4 bis 31, nicht ein einziges Mal spricht ein Freund Hiob mit Namen an. Und das hat schon was zu sagen. Unser Eigenname ist eben wichtig. Das meint unsere Person. Und wenn Elihu eben Hiob zu Hilfe kommt, seelsorgerlich, sagt er immer wieder Hiob. Und Hiob antwortet nicht. Der überlegt sich was. Und er merkt, es ist ganz anders, was dieser junge Freund hier mitteilt. Aber dann gibt es einen ganz gewaltigen Sturm in der Natur. Und Gott erscheint Hiob im Sturm und spricht aus dem Sturm über die Natur. Und er stellt Hiob Dutzende von Fragen. Fragen, die er unmöglich beantworten kann. Aber auch Fragen, die er beantworten kann, aber die helfen, um sich im Klaren zu werden, wer bin ich als Mensch und wer ist Gott. Und das führt dazu, dass Hiob zwischendurch plötzlich sagt, ich habe nicht gut gesprochen. Ich will nicht mehr sprechen. Gott ist mächtig und er ist mir zu groß. Ich will schweigen. Was ist das? Wir haben ein besonderes Wort im Deutschen dafür. Das ist schmollen. Ja, schauen Sie sich in dem Wörterbuch das an, schmollen, und Sie sehen, das ist genau das, was er da macht. Aber dann spricht Gott weiter über die Natur, über unter anderem über einen Landsaurier, den Behemoth, und einen Wassersaurier, den Leviathan. Und danach, in Kapitel 42, das ist dann der sechste Teil, da spricht Hiob zu Gott und sagt, ich habe übel geredet über Gott. Es tut mir so leid. Und dann wird Hiob gesund von seiner schweren Krankheit und Gott gibt ihm schließlich alles wieder zurück, was er gehabt hatte, aber doppelt. Also die Anzahl von Rindern und von Dromedaren und von Eseln und so weiter, alles doppelt. Und er bekommt, er hatte früher 10 Kinder. 7 Jungs und 3 Mädchen. Und die sind alle gestorben, er hat alle verloren. Und er bekommt nochmals 10 Kinder. Aber man staunt, nicht 20. Ich war eigentlich, hat er ja alles doppelt bekommen, aber die Kinder nicht doppelt. Und man kann sich fragen, warum? Ich habe gerade vor kurzem der Familie Bayer geschrieben. Sie haben vielleicht im Spiegel gelesen von dieser Familie oder, nein, ich hoffe nicht, in der Bild-Zeitung, aber dort war es auch drin. Ja, das wurde in den deutschen Medien sehr stark beachtet und auch in Israel, in allen möglichen Zeitungen, ob es linksliberal war wie die Haaretz, überall wurde berichtet über die Familie Bayer, die ihren Sohn Uriah verloren hat, durch die Hamas getötet, im Krieg. Als Deutscher hat er sich für Israel einsetzen wollen. Und ich habe dieser gläubigen Familie, der Familie ein ganz eindrückliches Zeugnis des Glaubens, hat geschrieben, in Hiob, da wurde ihm später alles doppelt zurückgegeben, aber die Kinder nicht. Warum?
weil er die Kinder nicht wirklich verloren hat. Die waren einfach im Himmel. Und so hatte er 10 auf der Erde und 10 im Himmel. Und das war mir wichtig, weil manche, die sprachen über den Verlust des Sohnes. Und das ist ein schrecklicher Schlag. Und ich habe der Familie auch geschrieben, wir haben dasselbe erlebt, als unser ältester Sohn mit 24, er war verlobt und wollte im Jahr darauf heiraten, ums Leben kam. Durch einen Unfall. Plötzlich, aus heiterem Himmel, kam dieser Schlag über uns. Und ich habe ihnen gesagt, und das ist uns wichtig geworden aus dem Buch Hiob, wir haben ihn nicht verloren. Jetzt haben wir ihn im Himmel. Und wir haben noch 5 auf der Erde. Ja, und das lernt man aus diesem Buch. Aber es ist nicht alles so direkt präsentiert. Man muss wirklich die Bibel studieren, lesen und immer wieder lesen und lieben. Und dann geht die Bibel einen auf, wenn man Gott bittet, dass er zu uns spricht durch dieses Wort. Und so haben wir also im 6. Teil den Weg vom Unglück in den Wohlstand. Und jetzt sehen Sie, dieser 6. Teil vom Unglück in den Wohlstand spiegelt sich mit dem 1. vom Wohlstand ins Unglück. Das ist die Rahmenstruktur, die sich spiegelt. Aber wenn Sie Teil 2, die Rede Hiobs in Kapitel 3, seine Geburt sei ein Fehler in der Schöpfung anschauen, dann ist es ein Spiegel zu dem vorletzten Teil, 38 bis 41, Gottes Rede aus dem Sturm. Und das symbolisiert eben gerade den Sturm im Leben von Hiob. Aber Gott spricht aus dem Sturm. Das heißt, Gott spricht durch Leiden. Und so lernen wir davon, Leiden ist verbunden damit, dass Gott zu uns reden möchte. Die Frage ist, ob wir hören auf diese Stimme aus dem Sturm. Nicht wahr, wenn es tobt und laut ist. Und dann müssen Sie noch achten auf eine Stimme aus dem Sturm. Ja, aber da spricht Gott über die Weisheit des Schöpfers. Also über Gottes Weisheit in der Schöpfung, dass da kein Fehler ist. Gott macht keine Fehler. Das ist der Kontrast dazu. Und Sie sehen Teil 3, die Diskussion mit den 3 Freunden, die ist im Kontrast zur Diskussion, zu dem Diskussionsbeitrag von Elihu, dem 4. Freund. Die 3 sagen, Hiob ist schuldig, er war ein Heuchler. Falsch. Die haben zu seinen Leiden noch viel mehr Leiden hinzugefügt. Also man kann Menschen, die leiden, kann man noch mehr leiden lassen, wenn wir uns falsch ihnen gegenüber verhalten. Und dann kann man sich fragen, warum müssen Menschen leiden? Ja, weil andere Menschen sich falsch verhalten haben. Das ist ein Grund. Ja, und so sehen Sie also, dieses Buch ist wunderbar aufgebaut und das ist keine Spielerei. Das finden Sie übrigens durch die ganze Bibel hindurch, solche Spiegelstrukturen. Die Bibel ist wirklich mathematisch aufgebaut. Und das ist fantastisch, aber nicht eine Spielerei. Einfach für Mathematikliebhaber. Nein, diese Strukturen sind da, um die Botschaft zu unterstreichen, noch plastischer und noch deutlicher zu machen. Nun lese ich aus Hiob 1. Hiob 1, Vers 1. Es war ein Mann im Lande Uz. Sein Name war Hiob. Und dieser Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7000 Schafen und 3000 Kamelen und 500 Joch Rindern und 500 Eselinnen und in sehr vielem Gesinde. Und dieser Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Und seine Söhne gingen hin und machten im Haus eines jeden ein Gastmahl
an seinem Tag. Das bedeutet an seinem Geburtstag. Und sie sandten hin und luden ihre drei Schwestern ein, um mit ihnen zu essen und zu trinken. Und es geschah, wenn die Tage des Gastmahls vorüber waren, so sandte Hiob hin und heiligte sie. Und er stand früh morgens auf und opferte Brandopfer nach ihr aller Zahl. Denn Hiob sprach, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt. So tat Hiob alle Zeit. Er hatte die Befürchtung, dass wenn die so ein fröhliches Fest machen, Geburtstagsfest, dass es vielleicht so sein könnte, dass sie durch die Feier in eine ganz falsche Richtung gehen und sich innerlich von Gott lossagen. Übrigens, der Ausdruck im Hebräischen, im Herzen von Gott lossagen, bedeutet eigentlich Gott Lebewohl sagen. Also es ist ein ganz sarkastischer, ironischer Ausdruck. Gott Lebewohl sagen, aber sich von Gott abwenden. In Gedanken. Ja, jetzt ein paar technische Bemerkungen. Es war ein Mann im Lande Uz. Das Land Uz wird in Klagelieder 4 mit dem Land Edom in Verbindung gebracht. Und darum können wir es sehr gut identifizieren. Weil Edom ist sehr klar. Das ist die Gegend im heutigen Jordanien, wie Sie das sehen hier auf der Karte, südlich vom Toten Meer. Das ist also das Land Edom oder das Land Uz. Dort war er zu Hause auf diesen roten Bergen, hier gesehen von der Negev-Wüste in Israel, rüber nach Jordanien. Dann sehen Sie dieses Hochplateau, auf dem Hiob eben gelebt hatte. Und es wird gesagt, wie wir gelesen haben, das war ein Mann, der war vollkommen. Das bedeutet nicht sündlos. Es gibt keinen Gläubigen, der sündlos ist in der Bibel. Vollkommen bedeutet vollständig im Hebräischen. Und das bedeutet, dass sein Leben war nicht ein gespaltenes Leben. Ein bisschen so. Sondern es war vollständig. Es war wirklich ganz Gott hingegeben. Und er war rechtschaffen, hatte eine Gottesfurcht und er mied das Böse. Er wollte mit dem Bösen nichts zu tun haben. Das hat ihn charakterisiert. Also er ging einen ganz klaren, schmalen Weg, ohne davon weder nach rechts noch nach links abzuweichen. Sein Name war Hiob. Auf Hebräisch sprechen wir das so aus. Iyov. Und das ist verwandt mit Ojev. Der Ojev, das ist der Feind. Und Iyov heißt im Hebräischen der Angefeindete. Und wir werden sehen, der Name ist so treffsicher. Das konnten ja seine Eltern, die ihm den Namen gegeben haben, nicht wissen. Aber das sollte sich wirklich als solches erweisen. Und eben dieser Name Hiob ist wichtig. In Jesaja 43, Vers 1 lesen wir davon, Gott spricht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also Gott sagt dem Gläubigen, dem Erlösten, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Für Gott ist der Eigenname wichtig, nicht nur für Elihu. Er ruft uns, weil er uns ganz persönlich meint. Iyov, der Angefeindete. Nun, wir haben gesehen, er hatte 10 Kinder, große, schöne Familie, 7 Söhne, 3 Töchter. Und die hatten offensichtlich ein sehr gutes Verhältnis. Die haben immer wieder miteinander eben Feste gefeiert und es war ihnen wichtig, dass es jeden gab. Ich war, wenn man Geburtstag feiert, drückt man aus, danke. Danke dem Schöpfer gegenüber, dass du mich erfunden hast. Ja, wir sind ein Gedanke Gottes, den er auch umgesetzt hat in Raum und Zeit. Nicht wahr? So
stellt Gott den Wert des einzelnen Menschen dar. Und das haben die so ausgedrückt, indem sie zusammen gefeiert haben. Was mir allerdings auffällt ist, warum haben sie die Eltern nicht eingeladen? Hiob und seine Frau waren nicht da. Und das muss sich jeder überlegen, jeder Sohn und jede Tochter, wenn er gerne feiert ohne die Eltern, warum eigentlich? Ja, ich gehe nicht weiter darauf ein. Wir haben gelesen, er hatte 7 Stück Kleinvieh, also Schafe und Ziegen, 3000 Kamele im Nahen Osten, das waren eben Dromedare. Ja, das ist gemeint hier, die einhöckrigen Kamele, denn die zweihöckrigen, die kamen erst später in den Nahen Osten, und zwar aus Zentralasien. Aber die wurden, wie wir heute wissen, schon sehr früh im Nahen Osten domestiziert. Das wurde in der liberalen Theologie in Frage gestellt. Sie haben gesagt, das ist ein Fehler, wenn da in der Frühzeit der biblischen Geschichte von Kamelen, also Dromedaren, gesprochen wird. Die hat es damals gar noch nicht gegeben als Haustiere. Falsch, in der Zwischenzeit wissen wir, dass das genau richtig ist. 500 Joch Rinder, 500 Eselinnen und dann eben eine Familie, Kinder, die untereinander ein sehr gutes Verhältnis hatten. Und der Vater, der ein großes Verantwortungsgefühl für seine erwachsenen Kinder hatte, er sagte sich immer wieder, vielleicht ist im Herzen meiner Kinder etwas Ungutes geschehen, Gott gegenüber. Und das war ihm ein Anliegen. Und darum hat er Brandopfer gebracht. Nicht wahr? Nicht Sünd und nicht Schuldopfer. In der Bibel gibt es ja verschiedene Arten von Opfer. Und es ist so, dass Brandopfer ist immer das Opfer zur Ehre Gottes. Aber im Judentum, wir wissen das aus der Zeit des Zweiten Tempels, hat man Brandopfer nicht nur benutzt, eben um einfach Gott die Ehre zu geben, ein Opfer zu seiner Ehre darzubringen, sondern auch für Gedankensünden. Also nicht Tatsünden, sondern Gedankensünden. Und das hat man abgeleitet aus Hiob 1, weil Hiob Brandopfer darbrachte für seine Kinder, die vielleicht im Herzen, äußerlich nicht sichtbar, aber sich im Herzen von Gott getrennt haben. Und nun gehen wir weiter. In Hiob 1, Vers 6 gibt es plötzlich einen deutlichen Wechsel. Von der Erde gehen wir weg in den Himmel. Und hier wird uns mitgeteilt durch Mose, was im Himmel geschehen ist und einen Zusammenhang hat mit den Leiden Hiobs. Aber was hier erzählt wird, das wusste Hiob nicht. Also wir als Leser wissen viel mehr und können dadurch das Leiden besser einordnen. Und das ist immer so. Könnten wir das, was wir in unserem Leben erlebt haben, ganz genau einordnen, dann wäre es irgendwie einfacher, das Leiden zu ertragen. Aber es ist eben oft so, dass wir das nicht wissen, was der tiefere Grund ist. Und Hiob wusste es auch nicht. Aber hier wird uns klar gemacht, aber es gibt immer beim Leiden noch einen himmlischen Aspekt dazu. Und nun lese ich aus Hiob 1, Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Die Söhne Gottes, die Bnei Elohim, sind Engel. Geschaffene Geister, die Gott dienen. Aber es gibt auch Engel, erklärt die Bibel an anderen Stellen, die sich von Gott abgewendet hatten, rebelliert hatten. Ein Drittel der Engelwelt ist abgefallen. Und nach der Bibel sind das Hunderte von Millionen. Die Engel, die Gott dienen, die zwei Drittel. Also Sie sehen die Dimension. Und der Anführer dieser Revolution, das war ein Engel, der dann den Namen bekam, Satan. Auf Hebräisch, Satan heißt Widersacher.
Im Griechischen sagt man Diabolos im Neuen Testament und das heißt eigentlich das Gleiche, Verleumder. Also einer, der anfeindet. Und jetzt sehen Sie schon den Zusammenhang zu dem Namen Iov, der Angefeindete. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Hier wird deutlich, die Engel versammeln sich vor Gottes Thron im Himmel. Und da kommt auch der Satan. Und er bekennt hier, dass er auf der Erde sehr aktiv ist. Er hat ja den Sündenfall ausgelöst. In 1. Mose 1 und 2 schreibt Mose, wie Gott das Universum und die Erde vollkommen erschaffen hat. Siebenmal heißt es gut. Und das siebte Mal, übrigens nachdem die Frau, die erste Frau erschaffen war, hieß es Tov Meod. Sehr gut. Ja, das ist eine Ermutigung für Frauen. Aber dann Kapitel 3 beschreibt, wie die ersten Menschen sich gegen Gott aufgelehnt haben, so wie dieser Engelfürst vor ihnen. Und zwar, indem dieser Satan sie dazu verleitet hatte zur Rebellion. Und dadurch kam Tod, Krankheit, Leiden in diese Welt. Und nun sehen wir diesen Verursacher des Falls. Er sagt, er durchstreift die Erde. Und das macht übrigens klar, dass Satan nicht eine Art Anti- oder gegen Gott ist. Er ist gar kein Gott, er ist ein Engelwesen. Ein mächtiges Engelwesen, aber er ist nicht allgegenwärtig. Gott ist allgegenwärtig, allwissend, allmächtig, sagt die Bibel. Das heißt, er muss nicht von A nach B gehen. Er ist überall im Universum gleichzeitig da und auch im Jenseits. Aber Geschöpfe sind eben Raum und Zeit unterworfen. Gott ist dem Ablauf der Zeit nicht unterworfen, er ist der Ewige. Und er ist auch nicht dem Raum unterworfen. Aber alle Geschöpfe, sogar Geistwesen, sind nicht gleichzeitig überall. Und darum sagt er vom Durchstreifen der Erde. Und jetzt verstehen Sie auch, warum es das Böse überall gibt, auf der ganzen Erde. Aber gut, wenn der Satan in Mumbai ist, in Indien, dann ist er nicht in New York. Und wenn er in New York ist, dann ist er nicht in Memmingen. Und trotzdem haben wir das Böse präsent auf der ganzen Erde. Und das hängt damit zusammen, die Bibel macht deutlich, dass diese Abermillionen von Engeln, die mit ihm die Rebellion gegen Gott gemacht haben, dass die überall stationiert sind. Und nun, meine Damen und Herren, das ist ein sehr wichtiger Punkt bei der Frage, warum gibt es das Böse? Die Bibel macht klar, es gibt den Bösen. Und zwar nicht ein symbolisches Wesen. Es gibt einen Satan. Und es ist wirklich so, wir können die Welt nicht erklären, wenn wir das nicht anerkennen. Wie wollen Sie den 7. Oktober des Jahres erklären? Das Böse hat sich so mit seiner ganzen Fratze gezeigt, als Hamas aus dem Gazastreifen dieses Massaker in Israel verübt hatte. Und in der Zwischenzeit sind viel mehr Details bekannt. Und es ist so schrecklich. Und ich sage Ihnen, ich werde Ihnen nicht wiederholen, was ich weiß. Es ist so schrecklich und es ist für mich so furchtbar, das überhaupt nur zu nennen, was geschehen ist. Und es ist so widerlich, das überhaupt auf die Lippen zu nehmen. Wie kann man das Böse erklären, wenn man sagt, der Mensch ist doch eigentlich im Grunde genommen im tiefsten, in seinem Kern gut. Das haben wir gelernt. Unser ganzes Bildungssystem in Deutschland, in der Schweiz, ich muss sagen im Westen, ist humanistisch. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Und
habe da auch ausgesprochen humanistische Bildung jahrelang durchlebt. Und da wurde mir beigebracht, dass der Mensch eben im Tiefsten nicht böse ist. Aber die Bibel macht klar, es gibt den Bösen. Und der Böse hat den Menschen zum Bösen verleitet. Und ohne das anzuerkennen, versteht man das nicht. Man wird auch die Person Hitler nie weltgeschichtlich einordnen können, wenn man nicht anerkennt, es gibt das Böse. Und dieses Böse ist ein ganz wesentlicher Grund, warum es Leiden gibt in dieser Welt. Nicht Gott ist schuld, sondern es gibt den Bösen. Und wie gesagt, der Mensch selber hat sich auch verleiten lassen zum Bösen und wurde böse. Und die Bibel lehrt, dass der Mensch eine sündige Natur hat seit dem Fall von Adam. Von ihm geerbt, das lehrt der Römerbrief, Kapitel 5, Abvers 12. Und das ist diese Kraft, die wir spüren, die uns zum Bösen drängen möchte. Die spürt jeder, jeden Tag. Die Frage ist, ob wir dem gehorchen. Aber das Böse ist da, es ist nicht ein guter Kern, es ist ein böser Kern. Den nennt die Bibel die Sünde in uns. Römer 7. Ja, und wenn man das nicht anerkennt, dann kann man das Leid nicht verstehen. Dass so viel Leid wird durch Menschen gemacht. Und dann wird gesagt, warum Gott? Ja, aber warum die Frage jetzt, wo das Leiden geschehen ist? Und vorher hat man gar nicht nach Gott gefragt. Gott ist nicht wie die Feuerwehr. Es ist so, mit der Feuerwehr habe ich eigentlich nichts zu tun. Und ich habe eigentlich auch nicht so ein menschliches Bedürfnis, jetzt speziell mit der Feuerwehr Kontakt zu haben. Aber ich bin so froh, dass es eine gibt. Ich bin froh für all die, die diesen unglaublichen Einsatz leisten. Und gerade vor kurzem, meine Frau ist vor einigen Tagen so schlimm gestürzt, die Treppe runter und so voll auf die Hüfte, Oberschenkelhalsbruch. Und dann musste ich die Ambulanz rufen und die zwei Frauen von der Ambulanz, ja, die waren gar nicht in der Lage, sie zu verfrachten. Also ich hätte ihnen schon geholfen. Ich habe auch geholfen. Aber die haben dann zwei Feuerwehrmänner gerufen. Und ja, da war ich auch wieder mal sehr dankbar, wenn es ein Problem gibt und man darf die Feuerwehr rufen. Aber Gott ist nicht so. Wir können doch nicht einfach leben, wie wenn es Gott nicht gibt. Und dann, wenn Leiden sind, warum Gott? Das ist wie wenn es brennt im Haus, die Feuerwehr ruft. Ja, und so möchte ich an diesem Punkt einmal eine musikalische Pause einlegen. Haben Sie gemerkt, wie man bei dieser Musik denken kann? Diese Art von Musik, man kann das genau erklären, warum, was die Gründe sind, warum es Musik gibt, wo das Denken abgeschaltet wird und warum es Musik gibt, wo das Denken unterstützt wird. Und Sie haben doch gemerkt, Sie haben über das Thema nachgedacht. Ja, darum heißt es auch in den Psalmen immer wieder zwischendurch Sela. Das ist ein musikalischer Begriff, dass der Chor im Tempel in Jerusalem schwieg und das Orchester hat rein instrumental ein Zwischenspiel gemacht. Und so haben die Zuhörer im Tempel über das Wort Gottes, das sie im Gesang gehört hatten, in der Unterstützung von rein instrumentaler Musik darüber nachdenken konnten. Also das war absolut biblisch, was wir gemacht haben. Nun, wir haben gesehen, Hiob 1, Vers 7, Satan streift umher und dann kommt die Frage Gottes an Satan. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Das ist ein unglaubliches Zeugnis.
Also, man muss sagen, eine unglaubliche Auszeichnung Gottes. Aber Hiob wusste nichts davon. Was er wusste war, seine drei Freunde waren überzeugt, Hiob ist ein furchtbarer Heuchler. Und wir hatten eine so hohe Meinung von ihm vorher. Und jetzt müssen wir sehen, dass er ganz anders ist als wir. Nun, es ist so, Gott sagt, niemand war am Ende des dritten Jahrtausends in dieser Zeit so wie Hiob auf diesem Planeten. Das heißt, er war also auch gegenüber seinen drei Freunden in Gottes Augen vorne. Und die drei Freunde waren auch dieser Meinung. Hiob ist ganz außergewöhnlich, aber jetzt wissen wir die Wahrheit über ihn. Und merken Sie, was in einem vorgeht, wenn man als Freund, man muss sich ja auch versuchen, in diese Freunde zu versetzen, realisiert, dass der eigentlich gar nicht so diesen Platz hat, wie man immer gemeint hat. Ja, jetzt sind wir nicht mehr in seinem Schatten. Das ist das Problem der Eifersucht. Und das gibt es auch in diesen Dingen. Eifersucht gibt es in ganz verschiedenen Hinsichten. Aber das ist ein Punkt, dass der Eifersucht offensichtlich eine Rolle gespielt hat. Aber eben, Hiob war von Gott selber so bestätigt, nur wusste er das nicht. Und er hörte das Urteil von Menschen und dieses Urteil der Menschen entsprach nicht dem Urteil Gottes. Und so können wir auch wissen, im Leiden, auch sonst, wer kann uns wirklich gerecht beurteilen? Gott. Vers 9. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast nicht du selbst, ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Übrigens, der Begriff einzäunen im Hebräischen bezeichnet hier das Übliche damals im Nahen Osten. Man hat Grundstücke nicht nur mit Mauern umgeben, sondern mit Stachelpflanzen, also mit Dornen. Eben diese Stacheldrähte, wie wir sie kennen heute, die gab es nicht. Man hat Dornen benutzt. Das, also wenn Feinde eben in ein Grundstück eindringen wollten, dann haben sie sich an diesen Dornen verletzt. Und Satan sagt, Hiob und alles, was er besitzt, ist so eingezäunt. Satan kann ihn nicht antasten. Niemand kann ihn antasten. Er ist von Gott geschützt. Und er behauptet, die Frömmigkeit von Hiob ist nur Show. Ist gar nicht echt. Das ist nur, weil es ihm so gut geht. Es ist ja ganz einfach, ein guter Gläubiger zu sein, wenn man steinreich ist, von allen geachtet wird. Und es ein wirklich in jeder Hinsicht einfach gut geht. Schöne Familie, verheiratet, großen Besitz, Achtung der Leute. Also hier sehen wir, Satan kennt Hiob nicht. Und er unterstellt ihm als Anfeinder. Satan ist nämlich im Hebräischen der Fachausdruck für jemand, der vor Gericht geht und als Feind jemanden böse anklagt. Mit Verleumdungen. Und auch mit rechten Gründen, aber feindlich. Es geht nicht um das Recht, sondern es geht um jemanden vor Gericht zu schaden. Das ist der Satan. Und im Griechischen Diabolos entspricht genau dem. Jemand, der vor Gericht als feindlich Gesinnter gegen andere vorgeht. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Und da haben wir wieder diesen Ausdruck, also, dass er Gott lebewohl
segnend, Gott segnend Lebewohl sagen wird. Ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Also genau das, was Hiob immer wieder befürchtete bei seinen Kindern, sagt Satan, das wird Hiob tun, wenn sein ganzer Besitz wegfällt. Und er fordert Gott heraus, dass Gottes Hand Hiob zum Leiden bringt. Die Antwort ist interessant. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nur, nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg. Also nicht Gottes Hand tastet ihn an, aber Gott erlaubt bis zu diesem Punkt, der Besitz darf von Satan, von seiner Hand angetastet werden, zerstört werden. Und dann, wenn Sie weiterlesen, erfahren Sie, es war wieder einmal so weit. Die Chance war ja groß im Verlauf eines Jahres, dass wieder eine Geburtstagsfeier in dieser Familie durchgeführt wurde. Und dann war es so, diese Kinder waren beim Feiern und da kommt Folgendes. Ich lese Vers 13. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und seine Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken. Da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Sabäer, ein Volk aus der saudischen Halbinsel, drang ein in das Gebiet des heutigen Südjordanien und die haben alle diese Tiere, und das war Reichtum. Weggenommen und die Knechte sind getötet worden. Also das war ein militärischer Schlag, kann man sagen. Eine Art Krieg, eine kriegerische Aktion gegen Hiob. Ein furchtbarer Schlag. Und nun liest man weiter. Da fielen Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen. Das ist der biblische Ausdruck für einen Blitz. Das ist Feuer vom Himmel. Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat das Kleinvieh und die Knechte verbrannt und sie verzehrt. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Ein zweiter Schlag. Durch eine Naturkatastrophe. Krieg, Naturkatastrophe. Gründe für Leiden in dieser Welt. Gründe für großes Leid. Nicht wahr? Krieg im Osten Europas, Krieg in Nahost und ein schweres Erdbeben in Japan. Und so könnten wir die Beispiele beliebig vermehren. Wie aktuell. Nun, wer war hinter dieser sabäischen Armee? Der Satan. Und das erklärt das Böse. Wie konnten die so etwas Böses tun? Alle Knechte haben sie abgeschlachtet. Das war ein Massaker. Und dann diese Naturkatastrophe. Ja, Gott hat nicht gesagt, ich mache einen Blitz. Und es ist tatsächlich so, dass die Bibel lehrt, Engelmächte können in der Natur wirken. Gott hat alles in seiner Hand. Kolosser 1 sagt, dass der Sohn Gottes die ganze Welt zusammenhält. Im CERN in Genf wird gesucht nach dem tiefsten Grund, warum die Materie zusammenhält. Aber das wussten wir schon längst.
Kolosser 1 sagt, dass Jesus Christus alle Dinge zusammenhält. Also der Schöpfer, der Sohn Gottes, hält die ganze Natur zusammen. Das hält die Materie zusammen. Im Tiefsten. Nun, wir lesen weiter. Dieser redete noch, da kam ein anderer und sprach, die Chaldäer haben drei Abteilungen gebildet und sind über die Kamele, also über die Dromedare, hergefallen. Und haben sie weggenommen und die Knechte haben sie mit der Schärfe des Schwertes erschlagen und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Wieder eine kriegerische Handlung. Die Chaldäer waren ein nachsintflutliches Volk im Gebiet des heutigen Südirak. Also da von Irak kam diese kriegerische Aktion in den Süden von Jordanien. Und wieder ein schreckliches Massaker. Ein zweites. Und ich lese weiter in Vers 18. Während dieser noch redete, da kam ein anderer und sprach, deine Söhne und deine Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, ein starker Wind kam von jenseits der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses und es fiel auf die jungen Leute und sie starben. Und ich bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Eine Naturkatastrophe. Vier Prüfungen. Zwei Kriege, zwei Naturkatastrophen. Und was auffällt ist, wie das, um einen Begriff aus der Musik zu nehmen, orchestriert war. Orchestriert heißt, ein Dirigent ist da, der sagt, wann die Einsätze sind. So ein Schlag nach dem anderen. Und das erleben manche Menschen. Irgendwie wie ein Programm, das abläuft. Ein Schlag und dann wieder ein Schlag und wieder ein Schlag. Ich kenne das auch aus meinem Leben. Wie orchestriert. Jetzt verliert er alle Kinder. Ich weiß noch, wie mir jemand geschrieben hat, ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen, als ein Kind zu verlieren. Dann überlegt man sich, ist das das schwerste Leiden, das wir haben? Nun, wir schauen, wie Hiob darauf reagiert in Vers 20. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er fiel zur Erde nieder und betete an. Das ist unglaublich, diese Reaktion. Satan ist widerlegt. Nicht wahr? Gott hätte das nicht nötig gehabt. Er braucht kein Experiment, um zu sehen, wie wir wirklich sind. Er kennt uns in unserem Innersten. Ja? Aber die Engelwelt hat mindestens zum Teil, ja, es war nicht die ganze Engelwelt, aber ein Teil hat das in Frage gestellt. Und nun wurde klar, das stimmt überhaupt nicht. Und sehen Sie, warum man sagen kann, das waren Leiden zur Ehre Gottes. Wenn man Menschen sieht, die leiden und niemand versteht warum und sie halten Gott die Treue und geben ihm die Ehre dabei, ohne Gott anzugreifen, in Frage zu stellen, obwohl sie nicht wissen. Und Hiob wusste nichts von dem, was im Himmel besprochen worden war. Aber es ist eben schon etwas anderes, wenn etwas sichtbar wird, konkret. Und man nicht einfach sagen müsste, ja, Hiob ist so. Und würde etwas so, solches über ihn kommen, dann würde er treu bleiben. Es ist einfach nicht das Gleiche. Wenn es wirklich geschieht und wir sehen, er bleibt treu. Und in dieser Art reagiert er. Nun, ich lese weiter, Vers 21. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen. Tja, so war es doch bei uns auch. Wir haben keinen Besitz in die Welt gebracht. Und alles, was wir heute besitzen, das kam später dazu. Aber
Wir sind ja ohne Besitz in die Welt gekommen. Und darum sagt er, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Er kann nichts mitnehmen. Und wir können auch nichts mitnehmen. Alles, was wir besitzen, ist uns anvertraut für eine Zeit. Und jetzt kommt es darauf an, was wir damit machen. Und welchen Stellenwert das in unserem Leben einnimmt. Und wir sehen Hiob. Natürlich, er war dankbar für alles, was er hatte. Aber mit dem brach sein Glaube nicht zusammen, als er wieder so war wie bei der Geburt. Einer, der nichts besitzt. Und noch mehr. Er sagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Also er hat sich dadurch nicht in eine Rebellion gegen Gott verleiten lassen. Er hat ganz konkret nicht gesündigt, weder in Gedanken noch in Tat. Und er hat auch eben mit Worten nichts gesagt, was irgendwie und in Gedanken nichts Gott zugeschrieben, was Gott erniedrigen würde. Das ist erstaunlich. Und übrigens, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das heißt auf Hebräisch so. Hören Sie gut zu, Sie werden es gleich verstehen. Adonai Natan. Natan heißt, er hat gegeben. Adonai heißt Herr. Adonai Natan, Adonai Lakach. Yehi Shem Adonai, Yevorach. Ich weiß, Sie haben alles verstanden. Unser ältester Sohn hieß Natan. Ich war, wenn man den Kindern Namen gibt, für uns war das so, wir wollten nicht einfach, weil es schön klingt, musikalisch klingt. Nein, sondern wir wollten etwas ausdrücken. Und wir haben dieses erste Kind bewusst als eine Gabe Gottes aus der Hand genommen. Das hat uns auch geholfen beim Erziehen. Und das Kind war schwierig. Schwieriger als alle fünf, die nachher folgten. Und da hilft es aber, wenn man weiß, es ist ein Geschenk des Herrn. Es hilft, ja, als Eltern muss man viel durchhalten. Und all das Schöne, das wir erlebt haben, bis zum Schluss, es war ein Geschenk des Herrn. Adonai Natan, Adonai Lakach hat weggenommen. Und darum haben wir dann auch diesen Vers schließlich gewählt für die Todesanzeige in der Zeitung und auch auf dem Grabstein in Erlensbach steht das auf Hebräisch. Adonai Natan, Adonai Lakach, Yehishem Adonai, Yevorach. Ja, aber das war wirklich bei Hiob aus tiefstem Herzen so geschehen. Und diese Schläge waren furchtbar. Nun, das führt uns zu Kapitel 2. Keine Angst, wir gehen nicht Kapitel für Kapitel durch. Ich meine nur des Zeitplans wegen. Sie kommen zum Mittagessen. Aber eine Übersicht über das ganze Buch hatten wir eh. Und wenn Sie detailliert und auch Verse um Verse durchgehen wollen, ich habe Ihnen gesagt, wie das zum Beispiel möglich wäre. Kapitel 2. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor den Herrn zu stellen. Ach so, jetzt sind wir wieder oben im Himmel. Und zwar im himmlischen Tempel. Die Bibel lehrt, es gibt einen Tempel Gottes im Himmel. Offenbarung 11, Vers 19. Der Tempel in Jerusalem ist nur ein Schattenbild. Ein Abbild von diesem himmlischen. Und nicht wahr, ein Schatten ist zweidimensional. Im Gegensatz zu dem Körper, der den Schatten wirft. Und wenn also dieser herrliche Tempel von Salomo und dann der zweite Tempel in Jerusalem, der ja noch gigantischer war als der Salomo-Tempel, doppelt so groß, der Tempelplatz, wenn der schon so herrlich war,
was ist dann das himmlische Original? Ja, nur um Ihnen zu zeigen, alle, die uns vorangegangen sind im Glauben und in der himmlischen Herrlichkeit sind heute, denen geht es echt gut. Und alles Leiden ist vorbei. Ja, aber hier sind wir wieder in den Himmel versetzt und im Allerheiligsten, da wo der Thron Gottes ist, die himmlische Bundeslade, die auch erwähnt wird in Offenbarung 11, Vers 19. Dort versammeln sich wieder die Bnei Elohim, die Engelwelt. Hunderte von Millionen, wie Offenbarung 5 zeigt. Und auch der Satan kam in ihre Mitte, um sich vor den Herrn zu stellen. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf Hiob, mein Knecht? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit. Das war Leiden zur Ehre Gottes. Es wurde deutlich, dass dieser Glaube, den Gott in Hiob gewirkt hatte, und auch diese Umkehr, ich war Hiob musste, er war ja auch ein Sünder, wie alle, wie wir alle. Römer 3, Vers 23 sagt, 22, 23, es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Da war Hiob keine Ausnahme. Aber es kam die Zeit, wo Hiob seine persönliche Schuld Gott bekannte, bereute und die Vergebung in Anspruch nahm. Und dann begann er ein Leben mit Gott zu führen. Und zwar eben in dieser Treue, wie das hier beschrieben wird. Und so war dieses Leiden zur Ehre Gottes, nicht wahr? Hätte Hiob gewusst, was im Himmel besprochen wird, hätte Satan gesagt, er hat durchgehalten, weil er genau wusste, wie gut er dabei rauskommt. Aber das war eben nicht so. Und so wissen wir vieles nicht. Aber wenn wir dann Gott die Ehre geben, obwohl wir nicht verstehen, dann ehrt das Gott. Zeigt das die Echtheit des Glaubens. Und weiter sagt Gott, obwohl du mich gegen ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Also dieses Leiden hatte nicht einen Grund, weil er irgendwie falsch gehandelt hätte, weil er dafür hätte bestraft werden sollen. Es war wirklich Leiden ohne Grund. Ohne Grund des Bösen. Aber es war Leiden zur Ehre Gottes. Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut um Haut. Ja, alles, was der Mensch hat, gibt er für sein Leben. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an, ob er sich nicht offen von dir lossagen wird. Also jetzt kommt die Argumentation, den Besitz gibt man her, wenn man nur wenigstens mit dem Leben und mit der Gesundheit davonkommt. Und die Gesundheit ist wirklich ein großes Geschenk, wenn man sie hat. Aber ich ärgere mich übrigens jedes Mal, wenn man da und dort lesen kann, auf Karten oder in Briefen oder wo auch immer, die Gesundheit ist das höchste Gut. Die Bibel zeigt uns, das stimmt nicht. Sonst wäre nämlich das Leben von all denen, die nicht gesund sind, sinnlos. Und die Bibel macht klar, das stimmt nicht. Es gibt noch höheres Gut als die Gesundheit. Aber wenn man die Gesundheit hat, es ist ein Grund, jeden Tag zu danken. Und wie schnell nimmt man das als völlig selbstverständlich, nicht wahr? Auch wenn man keine Schmerzen hat. Und der Satan antwortet dann weiter, aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein und sein Fleisch an. Wieder will er, dass Gottes Hand Hiob zum Schlechten antastet. Aber es kommt anders. Und der Herr sprach zum Satan, siehe, er ist in deiner Hand. Nur verschone sein Leben. Also Satan bekommt die Erlaubnis,
Gott sagt genau, wo die Grenzen des Bösen sind, das er zulässt. Und ich kann Ihnen sagen, um jetzt im Moment ein konkretes Beispiel zu erwähnen, der 7. Oktober war begrenzt. Heute wissen wir durch die aufgefundenen Geheimdienstpapiere in Gaza, in den Tunnels, was der Plan war. Der Plan war, noch viel mehr als 1200 Menschen abzuschlachten. Viel mehr. Und nicht nur im Süden Israels, in dem Gebiet rund um den Gazastreifen, sondern in Judäa und dann auch in Samaria, also nach Norden hin. Und dann war das Ziel, dass es einen totalen Krieg gegeben hätte. Von Libanon durch die Hezbollah, die soll vielleicht 250.000 Raketen haben. Und wirklich weitreichende Raketen. Noch besser als Hamas. Viel besser. Und dann wäre das Ziel auch, dass die Proxys des Irans, dass die aus Syrien angegriffen hätten und die Proxys, also die Verbundenen mit Iran im Irak und auch Jemen. Und wenn möglich die ganze islamische Welt. Man wollte den totalen Krieg und es wurde verhindert. Nun, jetzt könnten wir darüber sprechen, was waren die Gründe, die das aufgehalten haben im Moment. Das Ganze ist immer noch in der Schwebe, ja? Aber das war das Ziel. Was wir gleich sagen können, ist, Gott hat klar die Grenzen gesetzt. Nicht das auch noch. Das lernen wir. Gott hat die Welt in seiner Hand und er bestimmt, in welchem Maß sich das Böse entfalten darf und wo es begrenzt wird. Aber wichtig ist, Kriege kommen nicht von Gott, sondern es war wirklich die Bosheit der Sabäer, die Bosheit von Menschen, die Bosheit der Chaldäer. Aber dann klagt man Gott an. Ja, dann müssen wir sagen, was haben wir für ein Problem in uns? Ja, und so lese ich weiter. Gott sagt, siehe, er ist in deiner Hand, nur verschone sein Leben. Die Linien werden ganz klar gesetzt, er darf nicht sterben. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren. Sieht man, wie dieser Name zutrifft, Hiob, der Angefeindete. Es war nur Bosheit des Satans gegen ihn. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Ein Freund von mir, der Professor ist in Düsseldorf, ein Professor für Medizin, mit ihm habe ich gesprochen über Hiob und er hat mir von vor Jahren schon den Hinweis gegeben, die Diagnose, wenn man nämlich all die Stellen im Buch Hiob aufschlägt und studiert, wo Krankheitssymptome beschrieben werden, machen klar, er hatte Pest. Also man kann die Diagnose stellen und sie passt. Übrigens schließlich spricht Hiob auch unter anderem nicht nur über das Fieber und auch über die Bewusstseinstrübungen und unglaubliche Schmerzen. Er spricht auch darüber, dass seine Haut schwarz geworden war. Und darum sprechen wir im Zusammenhang mit den Pestplagen früher über den schwarzen Tod. Am Schluss ist der Tod, der wird ganz schwarz. Das hat er erlebt. Nun, heute kann man Pest behandeln mit Antibiotikum. Ja, weil es eben ausgelöst wird, nicht durch ein Virus, sondern durch ein Bakterium. Ich war gegen Viren wirken Antibiotika nicht, aber das ist, für mich ist es ein Grund, Gott zu danken, dass der Einsatz von Antibiotika erfunden wurde, in unserer Zeitepoche, muss man sagen. Und
Das hat viel Segen gebracht. Aber eben hier sieht man das Bakterium Yersinia pestis, das eben übertragen wird durch den Rattenfloh. Und der Rattenfloh selber hat auch ein Transportmittel, und das sind beliebterweise Ratten und Mäuse. Und so wurde Hiob krank. Vers 7. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg und er schlug Hiob mit bösen Geschwüren, von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Und er nahm eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben. Und er saß mitten in der Asche. Schrecklich, nicht wahr? Dieses Leid. Und wenn man die Pest hat, dann ist klar, auf was soll ich noch warten? Außer auf den Tod. Also für ihn war jetzt auch persönlich alles vorbei. Der Besitz vorbei, okay, dann kann man ja von neuem anfangen. Aber jetzt sieht er keine Zukunft mehr. Und seine Therapie ist hier beschrieben mit Scherben, die er benutzte, um sich zu schaben. Hoffnung, so ein bisschen Erleichterung zu erleben. Ja, wir sehen, das ist die fünfte Plage. Das fünfte Leiden, das über Hiob kam. Aber dann liest man in Vers 9, da sprach seine Frau zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Sage dich los von Gott und stirb. Und er sprach zu ihr: Du redest wie eine der Törinnen. Wie eine der Törinnen redet. Wir sollen das Gute von Gott annehmen und das Böse sollen wir nicht auch annehmen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Das muss man sich vorstellen. Er war verheiratet. Und jetzt in diesem Leiden ist seine Frau nicht eine Hilfe. Gott hat die erste Frau bewusst erschaffen, dass sie eine Hilfe sei für ihren Mann. Übrigens nicht eine Gehilfin. Äser auf Hebräisch in 1. Mose 2. Das ist das gleiche Wort, das man in den Psalmen findet für Gott. Gott ist unsere Hilfe. Äser. Nicht Gehilfe. Hilfe. Die Frau war als Hilfe gedacht. Und jetzt sieht man hier, im Leiden bricht sie ihm fast den Rücken. Aber er lässt ihn nicht brechen. Und ist es nicht eigenartig? Die sagt, sage dich los von Gott und stirb. Sie benutzt den gleichen Ausdruck im Hebräischen, der bedeutet eben Lebewohl sagen, indem man einen Segensgruß sagt. Gott segnen, ganz wörtlich. Ja, aber das ist genau das, was der Satan im Himmel gesagt hat. Die wusste das nicht. Aber irgendwie hat sie sich so beeinflussen lassen durch die unsichtbare Welt, die eben unsere Gedanken beeinflussen will, wie Epheser 2 sagt. Und ich spreche genau gleich. Und Hiob, das ist so grandios, er sagt nicht, du bist ein Tor. Das Wort Tor, Nawal auf Hebräisch, oder weiblich, Navla, ist ein schreckliches Wort. Das ist das Wort, das nicht nur Dummheit beschreibt, sondern gleichzeitig Bosheit. Psalm 14, Vers 1. Der Nawal sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und dann wird beschrieben die Bosheit des Menschen. Viel, viel Leiden in dieser Welt hängt damit zusammen mit Gottlosigkeit. Keine Ehrfurcht vor Gott. Denn Ehrfurcht vor Gott hält uns von ganz vielen Bösen ab, es zu tun. Und so sagt er, du sprichst wie eine der Törinnen. Also wie eine Gottlose. Nicht wahr? Die Kombination von dumm und böse. Das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Dumm geht noch, aber dumm und böse, das ist ganz schrecklich. Aber er sagt nicht, du bist dumm und gottlos. Er sagt, du sprichst so, wie Gottlose sprechen würden.
Merkt man, wie er die Achtung vor seiner Frau behält, auch da, wo sie ihn jetzt nicht mehr stützen mag. Das war natürlich nicht nur die Prüfung für Hiob. Ich meine, man spricht immer über den geprüften Hiob, aber wer spricht von der geprüften Frau Hiob, die das mit ansehen musste? Die hat ja auch ihren ganzen Besitz verloren. Und jetzt noch ihren Mann, der am Weggehen war, wie sie denken musste. Und Hiobs Reaktion, so liebevoll spricht er mit ihr. Und bei all diesem sündigt er nicht mit seinen Lippen. Übrigens, Frau Hiob kommt hier vor und dann in den Diskussionen der Freunde wird sie wieder erwähnt. Und da sagt Hiob, dass sein Mundgeruch, sein Atem, ist seine Frau widerlich. Das war schon schwer für ihn, dass es für seine Frau nicht mehr schön war, nahe von ihm zu sein. Das war für sie eine Überwindung. Und dann, übrigens, wenn Hiob am Schluss alles wieder doppelt zurückbekommt und eben nochmals 10 Kinder, die hat er nicht einfach so selber bekommen, nicht wahr? Seine Frau, Frau Hiob, hat ihm diese geboren. Da wird sie so erwähnt, aber sonst nicht. Und es ist eigentlich traurig, dass das Buch Hiob nicht spricht über eine wirklich glückliche Ehe. Das ist noch ein Leiden im Leben Hiobs, das nicht weiter ausgeführt wird. Das muss man so erkennen. Da war nicht eine vollständige Einheit im Glauben da. Ja, und wie geht's weiter? Hiob besteht auch diese 6. Prüfung. Allerdings muss ich sagen, lesen Sie genau, bei all diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Am Schluss von Kapitel 1 haben wir gesehen, bei all diesem sündigte Hiob nicht. Hier wird nur gesagt, mit den Lippen hat er nicht gesündigt. Im Herzen ist etwas geschehen. Und das wird dann in den Diskussionen noch deutlicher. Aber es wird durch die Freunde, die ihn an die Wand drücken, wird das immer schlimmer. Und am Schluss könnten die Freunde sagen, seht ihr mal, schaut mal, wie Hiob über Gott spricht. Ein Gottesfürchtiger würde das nie machen. Ja, aber es war wirklich so, dass die Freunde ihn schließlich dorthin gebracht haben. Aber natürlich, das ist nicht eine Entschuldigung für Hiob. Und darum sieht man am Schluss in Kapitel 42, wie ihm das so leid tut, dass er unter diesem Druck sich in seinen Worten versündigt hatte. Aber er hat die Vergebung da auch wieder in Anspruch genommen. Also Sie sehen, diese Prüfungen 1 bis 4 waren wirklich zur Ehre Gottes. Aber die Prüfungen 5 und 6, ja, auch zur Ehre Gottes, nicht wahr? Wie er da seiner Frau antwortet und ihr Mut macht, am Glauben festzuhalten und nicht aufzugeben. Und wie er eben wirklich seine Lippen ganz klar zurückhält, etwas gegen Gott zu sagen. Aber wir sehen, hier ist es kombiniert mit Leiden zur Erziehung. Etwas sollte, etwas Verstecktes im Herzen Hiobs, sollte ans Licht gebracht werden. Und dadurch kommt er schließlich weiter. In Kapitel 42 ist er nicht mehr derselbe wie in Kapitel 1. Er war durch diese Erfahrungen im Glauben deutlich gereift und weitergekommen. Ich lese Vers 11. Und die drei Freunde Hiobs hörten all dieses Unglück, das über ihn gekommen war, und sie kamen jeder aus seinem Ort, Eliphas, der Temaniter, und Bildad, der Schuchiter, und Zophar, der Naamatiter. Hier sieht man den Nahen Osten und wir sehen, einer kam von ziemlich nahe, ein anderer hat doch eine rechte große Reise durchgemacht und offensichtlich Schuach sogar
von sehr weit. Alle aus dem Nahen Osten, aber sie sind da aus verschiedenen Orten hergekommen. Übrigens, der vierte Freund, Eliphas, der kam aus Buz, und das liegt, wie man hier sieht auf der Karte, noch weiter südlich von Thema. Also der unterste Punkt auf der Karte, das ist Buz im heutigen Saudi-Arabien. Alles Männer aus dem Nahen Osten, die den wahren Gott kannten. Andere Stämme und Völker hatten sich in dieser Zeit schon ganz klar von Gott entfernt. Aber es gab immer noch Leute, die hatten den Glauben von Vater Noah an den einen wahren Gott, den wir in der Bibel finden. Und darum sieht man in diesen Diskussionen nicht nur einfach Freunde, die ihren Freund an die Wand drücken, sondern was sie sagen, ist unglaublich. Dieses Wissen, das diese hatten im dritten Jahrtausend vor Christus über Gott, und es gab damals noch keine Bibel, das war alles noch, was sie wussten von Noah her, ja? Aber das Wissen war so gewaltig und beeindruckend. Darum, diese Kapitel sind nicht einfach da, um uns zu zeigen, wie eine Diskussion falsch geht, sondern was die Freunde darin sagen, das sind grandiose Sachen und Erkenntnisse über Gott. Ja, aber es ist so, dass sie ihr Wissen falsch anwenden und ihr Wissen eben sogar zum Schaden von ihrem Freund einsetzen. Und Sie können da in diesen weiteren Versen lesen, wie diese drei Freunde hörten von dem Unglück. Dann kamen sie, die haben sich miteinander verabredet, die wollten miteinander hingehen und das Beileid bezeugen, hebräisch lanut, den Kopf schütteln. Wir verstehen es auch nicht. Und weiter wollten sie ihn wirklich trösten. Und dann kommen sie, es werden zweimal sieben Tätigkeiten hier erwähnt, kommen sie weinen, weil sie ihren Freund nicht mehr erkennen, so durch die Krankheit entstellt. Keiner spricht ein Wort, sie sehen den großen Schmerz. Und dann Hiob merkt, aber meine Freunde stellen mich in Frage. Und das bringt ihn dazu, dass er wirklich einen Ausbruch hat in seinen Worten und sagt, wäre ich doch nie geboren worden. Und das war schlimm. Da hat er die siebte Prüfung hat er nicht bestanden. Aber es ist interessant, später in Kapitel 5 wird Eliphas sagen, in sieben Prüfungen wirst du schließlich wieder befreit werden. Das war ein prophetisches Wort. Der wusste gar nicht, was er sagte. Aber das hat er doch vom Herrn bekommen. Also nicht alles war falsch, was sie sagten. Und wirklich durch sieben Prüfungen ging Hiob hindurch. Und die siebte, da hat er versagt. Aber er hat eine völlige Wiederherstellung erlebt und kam im Glauben dadurch weiter. Ja, und so möchte ich zum Schluss kommen. Ich habe gesagt, Elihu hat ganz anders gesprochen. Und er hat in seiner Rede gesagt, Gott erzieht die Gläubigen durch Leiden. Und er beschreibt dann ein Gewitter. Eine wunderbare Beschreibung und Naturbeschreibung. Und dann beschreibt er, wie schließlich nach dem Gewitter alle Wolken weggehen und der Himmel wird spiegelblank. Und so sollte es tatsächlich mit Hiob kommen. Nach dem Sturm der spiegelblanke Himmel. Und nach der Rede von Elihu spricht Gott aus dem Sturm, um zu zeigen, dass Gott eben durch die Stürme unseres Lebens mit uns spricht. Aber wir müssen gut zuhören, dass wir nicht nur das Tosen des Windes und das Krachen der Blitze hören, sondern die Stimme Gottes. Gott spricht durch Leiden. Und er stellt uns Fragen in seinem Wort, wie zum Beispiel 38,4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Wir können alle diese Frage beantworten. Nirgends. Uns gab es nicht,
Gott ist von Ewigkeit her, aber er hat an uns alle gedacht, von Ewigkeit her. Wir sind ein Gedanke Gottes. Aber die Frage ist, ob wir das auch umsetzen wollen. Und wenn wir in unserem Leben unseren eigenen Weg gehen und in Leiden Gott anklagen, dann verpassen wir schließlich das, was Gott über uns gedacht hat. Aber Gott hat für jeden einen Plan. Und die Bibel sagt, dass Gott jeden Menschen in sein Buch des Lebens geschrieben hat. Aber wenn man im Lauf des Lebens eben die Möglichkeit zur Umkehr, wie ich das schon erklärt habe, das Bekenntnis der persönlichen Schuld im Gebet und die Annahme der Vergebung von Gott, wenn man das nicht in Anspruch nimmt, verpasst man das, was Gott aus uns machen wollte. Die Bibel sagt, man geht ewig verloren in die Gottesferne. Aber Gott wollte uns und darum hat er jeden ins Buch des Lebens eingeschrieben. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Nirgends. Aber dann, an einem bestimmten Punkt in der Weltgeschichte, hat Gott uns in die Existenz gebracht. Ein Menschen, den es nur einmal gibt. Eine Individualität, die nach der Bibel nie aufgelöst werden wird, bleiben wird. Und Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und darum spricht er durch Leiden. Und auch indem er das Böse in einem begrenzten Rahmen, so wie er es bestimmt, zulässt, spricht Gott dadurch. Nicht seine Hand, sondern die Hand Satans. Aber Gott benutzt es, um zu uns zu sprechen. Und so kommen wir schließlich zu Kapitel 42 und da sieht man, wie Gott großes Erbarmen hat über Hiob. In den Diskussionen hat er gedacht, Gott sei sein Feind geworden. Und im Gleichen war es so, dass Gott mit ihm gelitten hat. In Jesaja 63, 9 heißt es, in all ihrer Bedrängnis war er Gott bedrängt. So ist Gott. Er ist ganz anders, als wie wir uns das aus unseren eigenen Ideen vorstellen würden. Er geht durchs Leiden mit denen, die sich auf seine Seite stellen, so durch, als wäre er selber im Leiden. Und darum sagt Jakobus in seinem Brief im Neuen Testament, Jakobus 5, das Ende Hiobs habt ihr gesehen. Das ist Kapitel 42. Und dass der Herr voll innigen Mitgefühls ist und Barmherzigkeit. Gott fühlt all das Leiden mit. Ja, das als ein paar Gedanken, was die Bibel sagt zum Thema, warum müssen Gerechte leiden? Und ganz allgemein zum Leiden. Danke für die Aufmerksamkeit.